So. Dann kommen wir zum, ich glaube, das ist der erste Warm-Up. Ich weiß nicht genau, von wem das ist. Ich schätze mal von Tsukiya. Weil das ist eine Easy MMR Map und Easy MMR ist halt relativ dafür bekannt, dass er entweder so Hybrid Maps macht oder so LN Maps. Und weil Tsukiya auch der LN Spieler ist, irgendwie schätze ich mal, dass das von ihm ist. Aber die Patterns sind tatsächlich relativ entspannt. Oh. Die SVs sind ja mal ultra frech. Aber beide Spieler strugglen irgendwie damit. Bedeutet, man kann halt noch weniger einschätzen. Besten Pick das wirklich ist. Sonst kann ich ja schon mal die Predictions machen, warte mal. Ne, aber da sind ein paar Releases bei. Schöne Hybrids. Ich weiß nicht, ob das SV ist gerade. Oder ob das dann nur im Stream so aussieht. Okay, das scheint wirklich SV zu sein, warte mal. Ja, also da ist alles bei. Hybrid bedeutet halt Rice und LN und dann halt auch SV, also. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut, so als Warm-Up. So, machen wir mal 5 Minuten draus. Predictions ist draußen, perfekt. Mein Internet war gerade nur ein bisschen am Leiden. Also entschuldige mich, falls das irgendwie gerade, was weiß ich, komisch geklungen hat oder so. Ich hoffe, man hat das nicht allzu sehr gehört. Aber wir nähern uns dem Ende des ersten Warm-Ups. Mit Tsukiya winning. Aber ja, ich finde die Map eigentlich super geil als Warm-Up, weil da halt wirklich alles drin ist. Da sind Releases bei. Zwar kein Inverse, aber das ist, glaube ich, excusable. Weil du hast wirklich sonst SV drin. Schöne Rice-Patterns. Ja. Und die letzte Note natürlich. Muss sein. So, dann mal schauen, was das nächste Warm-Up ist. Vielleicht können wir dann herausfinden, von welchen, von wem der Warm-Up dann war. Die in your arms tonight, von Whitey. Dann schätze ich mal, dass die erste Map von Tsukiya war.
wenn ich Whitey schon sehe, dann denke ich irgendwie so an extrem schweren Rice Patterns. Dann ist das wahrscheinlich das Warm-Up jetzt von Yassi. Ja, genau. War mein Warm-Up-Pick? Okay. Dann erklärt es das. Kleiner Breakpart, ganz entspannt. Aber ja, ihm scheint sehr, sehr brutal zu sein. Tsukiya, leider keines mehr. Vielleicht kann er das noch holen. Jetzt in der zweiten Hälfte, sag ich jetzt mal so. Ja, aber die Patterns sind brutal. Beziehungsweise nicht die Patterns selber, aber die Geschwindigkeit einfach. Und diese schnellen Sweeps dazwischen auch teilweise nicht sehr einfach. Das war's mit dem Warm-Up von Yassi. Oh, do not look at the 300 counter from Yassi. Very cursed. So, die Rolls. Tsukiya mit 18. Der wird schon wieder gescampt. Und ja, Yassi mit dem 74. Obwohl, naja, Tsukiya hat ja die Rolls vom letzten Match ja gewonnen. Also, naja. Vielleicht ist das jetzt Karma. So, Protect von Tsukiya, LN2.
Force Rush. Mal wieder, wir haben das gesehen gehabt im letzten Match auch. Macht Sinn. Tsukiya hat also einen festen Gameplan, an den er sich hält. Die Frage ist, was protected Yassi? Rise 3. Astrid, die Speedmap, okay. Und der klassische Sivan. Man kennt ihn, man liebt ihn. Tsukiya feiert das auch. Ja, die sind beide kein großer Freund von SB, tatsächlich. Und der Pick LN3 Inverse. Dann mal. Boah. Ja, ich glaube, Tsukiya hat Rise 5 gebannt. Bedeutet Swamp Thing, der Banger-Song. Leider nicht mehr drin. Aber ja, jetzt kommen wir zu LN3 Inverse. Ich kann den Namen leider nicht aussprechen. Deswegen müssen wir einfach dazu Inverse oder LN3 sagen. Naja. Da sind wir tatsächlich auch schon in der Map. Ich meine, die Map ist sehr kurz, mit 1 Minute 32. Aber trotzdem, diese Inverse-Patterns, die sind sehr tödlich, wenn man die nicht richtig gepracticed hat. Und Yassi, schon mit den ersten Misses. Bei dem Dancen-Part hält sich Yassi tatsächlich. Und Tsukiya immer noch mit seinen 99,6 FC, das ist crazy. Wieso spielen die nochmal? Nee, das ist ein anderes Match. Das ist Yassi gegen Tsukiya und nicht Tsukiya gegen Nacho. Die hatten das Match jetzt direkt nacheinander. Habe ich schon gepinkt? Nein, habe ich nicht gepinkt. Warte mal. Mach ich das kurz. Dann mache ich das kurz. Warte mal. Ja, Tsukiya immer noch mit seinen 99,5. How? Alter Schwede. Der haut die auch konsistent raus, dieses Kurs. Er hat zwar einmal gedroppt, aber das macht nicht wirklich viel am Score aus. Tsukiya haut trotzdem einfach ganz clean den ersten Punkt raus. Aber jetzt kommt der Pick von Yassi, also mal schauen. Wahrscheinlich wird es auch wieder so ein Rise gegen LN Battle. Genau. Bedeutet, Yassi kommt dann wieder mit seinen Rise Picks an. Was natürlich Sinn macht, weil, wie man hier sehen kann, Tsukiya ist crazy, was einfach LNs angeht. Seien es nun Inverse oder Release oder was auch immer, der ist in allen gut. Wenn's um LN geht. Yassi will Rise 5 picken, was gar nicht geht, weil das gebannt wurde. Yassi? Moment.
Naja, bei den Nerfs kann man das verstehen, auf jeden Fall. Dann kommt da Rise 4. Grab the Air. Warte mal. Okay, ich habe gerade gedacht, ich habe kein Audio, aber anscheinend doch. Hat nur ein bisschen gebraucht. Ich weiß nicht, woran das lag. Wahrscheinlich einfach wegen... keine Ahnung. Aber ja, Grab the Air. Direkt schon in dieses Match. In das Match. Ist crazy, wie schnell das geht bei denen. Aber ja, 4 Minuten 32. Das kann was werden. Aber ich glaube, Yassi hat im Rise generell den Egg Advantage, wie man halt jetzt auch perfekt sehen kann. Yassi mit seinen 99,86. Lukia auch mit einer sehr, sehr soliden Accuracy mit 99,76, aber das kommt leider nicht ganz an Yassi ran. Aber ja, ein 200er würde das Blatt schon wenden. Da ist wirklich nicht viel zwischen. Und jetzt kommen wir jetzt auch zum Hard Part, oder relativ Hard Part. Aber... es ändert sich nicht wirklich viel. Oh, Yassi mit einem Drop! Hier gerade noch mit dem Score-Lead. Aber ein 2/3 der Maps stehen noch offen. Es kann noch alles passieren. Ein kleiner Miss, ein Eggdrop kann alles noch passieren. Und das Blatt kann sich wenden. Oh, Sukia mit dem Egg Drop. Die Punkte gehen langsam in Yassis Favor. Aber Yassi hält konstant die Accuracy. Aber noch ein Miss von ihm. Oh. Okay, bin wieder da. Gut. Was passiert? Ja, also Accuracy Drop von Tsukia noch und halt der Drop von Yassi. Aber er hält noch konstant die 99,5. Bedeutet, dass er halt immer noch den Score Lead hat. Oh, der Rand. Oh, war das Client? Oder war das ein Actual Miss? Ich glaube, das war ein Actual Miss von Tsukia. Das kann tödlich für ihn enden. Jetzt noch der letzte. Oder einer der letzten Teile der Map. Das letzte Viertel. Aber Yassi gerade einfach mit dem Egg Advantage. Aber der Miss. Ich glaube aber, das wird nicht sehr, sehr viel ändern. Yassi immer noch mit dem Punktevorteil. Aber noch mehr Misses.
Wahrscheinlich ist Yasi einfach nur gerade nervös. Die Misses scheinen ja relativ clean zu sein, wenn man sich die Accuracy von ihm anguckt. Aber Tsukiya kann da leider nichts machen. Noch ein paar Misses von ihm, aber das wird leider nichts dran ändern. Yasi kriegt seinen ersten Punkt. Eins eins, der Pick für Tsukiya jetzt. Und der LN2-Pick. Oh, was war das? USAO und dann... irgendeine USAO-Song. Ich weiß gerade nicht, wie der Song heißt. I for Gore. Boss Rush, genau. Was ich aber weiß, ist, dass der Density-Pick ist und ich weiß nicht, wie Yasi sich da schlagen wird. Weil wie er jetzt auch letztes Match schon gesagt hat, er hat das in seinem letzten Match gebannt, obwohl er die halt noch nie gepickt hat. Jetzt werden wir schauen, wie er sich da wirklich schlägt. Aber natürlich auch Banger Alert. Ja, aber diese Map darf man auf keinen Fall unterschätzen. Da wird fast alles LN-technische getestet. Und das ist natürlich in Tsukiyas Favor. Weil er halt wirklich auf LN spezialisiert ist. Dadurch, dass er halt 7-Key spielt. Diese Accuracy von Tsukiya, oh, gib mir. Schon lecker. Und Yasi schon mit dem Miss, bevor es überhaupt zum Drop geht. Oh. Sie hält tatsächlich trotz des Misses noch eine recht starke 99.26, aber das kommt leider nicht an Tsukiya dran mit seinen 99.61. Und noch ein Miss von Yasi. Das wird sehr, sehr schwierig für ihn noch irgendwie die Punkte zu holen, die er braucht. Wenn er halt jetzt noch mehr misst und so. Und Yasi fällt tatsächlich aus der 99 raus. Aber Tsukiya einfach sehr, sehr stark mit seinen 99,64 konstant. Wir neigen uns dem Ende der Map zu. Da scheint nicht viel Zeit zu sein, um irgendwie aufzuholen. Und der Punkt geht an Tsukiya. Zwei 1 für ihn. Aber jetzt kommt der Pick von Yasi. Ich schätze, das wird jetzt wieder ein... Oh, wow. Was zur Hölle? Die Ratio von Yasi ist gar nicht mal so schlecht. Also, das kommt überraschend. Aber ja. Pick von Yasi. Wahrscheinlich Rice. Nur was genau? Rice 3, Astrid. Okay.
Hey, letztes Match haben wir gesehen, dass Sakia sehr, sehr, sehr am Struggeln war mit Astrid. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Yassi stärker physically ist. Bedeutet, dass, ja, der Punkt ist definitiv in Yassis Favor. Allerdings muss das noch nichts heißen. Aber Sakia mit Hidden. Interesting. Okay, das kann super interessant werden. Ich glaube, Sakia spielt ab und zu mit Hidden, ja, aber macht das so viel Difference bei ihm? Wir werden sehen. Und es fängt an. Yassi mit einem Miss, aber Sakia struggelt relativ mit der Accuracy und dem Miss. Das schaut einfach in Yassis Favor. Aber. Sakia aus dem S-Bereich raus. Old Map. Ja, die Map darf man nicht unterschätzen. Also, wenn man diese Map F sieht, dann ist man wirklich ein Top-Tier gefühlt. Aber ich glaube, Sakia spielt tatsächlich hin nur for the meme. Aber ja, der Punkt geht ganz klar an Yassi. Über 150.000 Punkte Difference. Ja, die Ratio von Yassi auch super clean. Da spielen die Misses tatsächlich nicht allzu viel eine Rolle. Aber reingeschissen? Brr. Das ist egal. Alles gut. So, Sakia pickt LN1. Okay, dann haben wir alle LN-Maps durch damit. Sehr unüberraschend, aber naja, bei solchen LN gegen Ryze-Matches, dann erwartet man sowas, dass die ganzen Ryze- und LN-Maps dann halt gepickt werden. Aber auch dieser Vibe in der Song. Lego. So. Jetzt okay, er hat letztes Match auch einen super guten
Release-Score rausgehauen. Mal schauen, ob Yassi den irgendwie schlagen kann. Oder ob Tsukiya einfach nur reinschaut. Und das halt carried, wenn man. Bisher hat Tsukiya einfach den riesigen Vorteil. Yassi ganz knapp an der 99 vorbei. Und Yassi noch. Und Tsukiya mit dem 99,6. Oh, und jetzt kommt der miese LN-Teil. Der miese Inverse-Teil. Mit Nerfs ist dieser Teil so schwierig ekelhaft. Aber die beide kriegen das relativ gut hin. Aber Yassi mit dem Miss. Ja, Tsukiya hat gerade gegen Nacho gespielt und muss jetzt direkt gegen Yassi, weil er halt gewonnen hat. Hätte Nacho das Match gewonnen gehabt, dann hätte er halt gegen... Ja, dann hätte er halt gegen Yassi spielen müssen. Also ja, das ist halt einfach ein Scheduling-Moment. Aber... Ja, gerade ist einfach ein Prozent-Difference. Und Tsukiya halt immer noch mit der Full-Combo. Yassi braucht ein Wunder, damit er irgendwie ansatzweise an den Score von Tsukiya rankommt. Und jetzt wieder der Chorus. Oder der Pre-Chorus, ich weiß es gar nicht. So, der letzte Part. Beide scheinen das relativ gut noch zu halten. Aber Tsukiya einfach vorher schon mit dem Vorteil. Finish die Map mit einem Full Combo und 99-4-2 und auch damit den Punkt. Und diese Ratio, oh, das ist schon genug. Sehr, sehr clean. Jetzt kommt der Pick für Yassi. Ey, wenn das schon wieder zu einem Tiebreaker wird. Oh mein Gott. Rise 2, das ist Speedjack. Macht Sinn. Princess Bride, yes. How to Jack, du machst Sachen und dann gewinnst du jeden Pick. Keine Ahnung. Nee, dann komme ich auch zum Match. Zum Pick von Yassi. Bisher hat Yassi den Eckvorteil, aber das ist bisher noch der einfache Part. Das kann sich alles noch ändern beim Actual Speed Check Part.
den Mini-Jax, Wunderbärchen. Wir lieben es. Yassi mit 99,87. What the? Das goes crazy. Wenn er das hält. Meine Güte. Sukiya struggelt gerade. Und Yassi noch mit dem Miss. Macht das aber was aus? Ich glaube nicht. Ja, knapp an der 99 vorbei. Und jetzt der Chorus. Aber ich glaube, beide Spieler schaffen das. Ohne große Probleme. Oh, obwohl Yassi mit dem Miss. Oh, die traden, okay. Sukiya noch mit dem Backdrop. Nee, aber das ist ein klarer Punkt für Yassi. Trotz Miss ist diese Ratio, diese Accuracy einfach super gut. Zwei Grades, zwei Misses und diese Ratio 148 300er. Wow. Well played. Yes. Nee. Sukiya hat leider Gottes seine ganzen LN-Picks aufgebraucht. Das bedeutet, er müsste jetzt wahrscheinlich Hybrid picken. Nein, Lavin, die ganzen LN-Maps wurden schon gepickt. Bedeutet, es sind keine mehr übrig. Und Hybrid 1 kommt raus. Classic Pursuit. Leider. Also, ich mach das von der Perspektive von Sukiya, you know. Beziehungsweise immer von der Perspektive von beiden Spielern, ne? Wir wollen das ja nicht biased haben, ne? Aber ja, Classic Pursuit, Hybrid 1, kommt raus. Hat sehr, sehr tricky LN Patterns. Also, wie letztes Match auch, hat Sukiya einen richtig guten Score rausgehauen. Mal sehen, ob Sukiya irgendwie das denselben Score beibehält. Wir müssen schauen. Und wie Yassi dagegen ankommt. Hybrid gut kann, in Klammern Handstream. Ah yes, mein Lieblings-Hybrid-Pattern. Oh, aber Matsukiya mit einem Eggdrop direkt am Anfang. Ist das nur Clients? Oh, da ist das tatsächlich einfach so. Er scheint relativ late zu hitten. Aber Yassi mit dem Miss. Yassi noch mit noch mehr Misses, aber Sukiya kommt auch leider nicht mit der Accuracy hinterher. Er bleibt bei 98. Steigt sich langsam hoch, aber... Er hat halt momentan gerade einen Score-Advantage. Yassi hat jetzt mittlerweile die 99 erreicht, aber das Score geht auch langsam an ihn. Weil Sukiya auch Eggdrop, aber Yassi auch mit dem Miss wieder.
sie misst und misst und misst, aber hat halt den Egg Advantage und bekommt deswegen auch den Score Lead, aber der geht halt langsam zu Kia jetzt wieder rüber. Ey, das wird knapp. Aber wenn beide Spieler jetzt noch oder ihr jetzt nicht mehr missen, dann geht das Score Lead halt an zu Kia. Und das ist tatsächlich auch der Fall. Der Punkt geht an zu Kia. Hier zu 3 für Tsukiya. Aber jetzt kommt der Pick von Yassi. Bestimmt jetzt wieder Rice, weil, naja, wenn er jetzt Hybrid picken würde, dann wäre es schwierig. Aber crazy, dass Tsukiya gewonnen hat, obwohl da halt so eine große Accuracy Unterschied ist. Ja, Lavin, du musst überlegen, wie nervös diese beiden Spieler sind. Vor allen Dingen, wenn das ja halt jetzt langsam zu den Tiebreaker rübergeht. Rice 1 kommt ins Spiel, okay. Korczak, der Accuracy, naja, kann man das als Accuracy gehen lassen? So halbwegs, ja. Bei Korczak und Accuracy. Ja. Solange das nicht zu schnell ist, kann man das als Accuracy Pick durchgehen lassen. Dann geht das Match auf los. Lego. Yay. Yassi mit einem starken 99,9. 3 sogar. Aber das ist bisher noch der einfache Teil. Jetzt gleich wird's schwierig. Also bisher Accuracy Lead für Yassi, aber es kann sich noch alles ändern. Und da kommen wir zum Chorus. Oh, Yassi misst. Hat aber immer noch den Accuracy. Und die traden? Okay. Tsukiya. Oh. Er hielt knapp das S-Rank. Jetzt nicht mehr. Ah, der struggelt. Ich glaube, es wird ein TB, Leute. Noch ein TB. Ich glaube, für Tsukiya gibt es keine Rettung. Es sei denn, Yassis PC fliegt in die Luft oder so. Yassi hält noch die 99,3. Beide müssen gleichzeitig, okay? Gleich kommt doch mal der Chorus und ich weiß nicht, ob Tsukiya das noch halten können. Das S-Rank. Er droppt. Na, das wird leider nichts mehr. Yassi
Yassi droppt noch einen Mist, aber das hat keine Auswirkung mehr. Der Punkt geht an Yassi und damit, wer hätte es gedacht, noch ein Tiebreaker. Oh, dreimal hintereinander commentated und dreimal hintereinander Tiebreaker. Let's go. We love to see it. Und noch, warte mal, ich muss nochmal pingen. Warte. Vier Tiebreakers hintereinander. Crazy. Galactic Supercluster kommt ins Spiel. Tiebreaker. 4 zu 4. Meine Hits sind auf einmal late. Wenn er das sagt, ne, dann hat das kein gutes Omen für ihn. Oh Leute, ich habe gehört, Copy Pasta, yes. Selbst wenn das ein Keyboard unplugged, hat er genug Zeit, um es zu re-unpluggen. True. Gegen Yassi kann ich nicht gewinnen. Dünn. Immer, du darfst niemals aufgeben. Niemals aufgeben. Sonst hast du schon verloren. Wie viel hat Netro auf dem TB gehabt? Weiß ich gerade nicht. Ich kann dir die Lobby geben, aber mache ich nach dem Match, weil es gerade Tiebreaker. Das ist spannend. Na, warte. Da. Beide mit der gleichen Accuracy gerade. 99,94. Alter. Der Score flickert hin und her. Bisher sagt es auch nichts aus, aber langsam kommt der Build-Up. Oh. Beide hitten den. Eggdrop von Tsukiya. Ey, diese Patterns sind so schwierig. Man darf echt nicht nachgeben. Und der Miss von Tsukiya. Ja, sie hält auch die 99,3. Das sieht schlecht aus für Tsukiya. Oh mein, Miss ist für Tsukiya. Er fällt langsam aus der 79er Range raus. 97er. Aber ja, sie ganz... ganz stark mit seiner 99,1 und seinem Full Combo. Wenn das so weitergeht, dann hat Tsukiya richtige Probleme. Er muss auf irgendwie ein Wunder hoffen. Aber ich... das wird sehr, sehr schwierig. Jetzt kommt noch ein Build-Up. Langsam. Jetzt, ja. Tsukiya misst auch noch. Aber Yassi auch? Die traden? Yassi fällt aus der 99er Range raus. Tsukiya bleibt bei seinem 97er und Yassi beiden... oh,
gibt so viel ab. Die traden müssen es noch. Aber Yassi ja gerade einfach mit der Egg Advantage. Okay, jetzt noch mit dem Egg Drop, aber. Jetzt kommen wir wieder zum Kaumaren Part und danach der LM Part, wo Tsukiya einen riesigen Vorteil hat gegenüber Yassi. Die Frage ist einfach nur, ob Yassi irgendwie mithalten kann mit dem LM Part. Weil sonst geht das wie in einem Match von Nacho und Tsukiya. Sonst geht das einfach wieder in seinen Favor. Langsam steigt sich die Musik wieder hoch. Es wird spannend. Der Build-up. Yassi mit einem Drop. Und jetzt zum Ellen-Part. Yassi kriegt das relativ solide hin, Tsukiya natürlich auch. Miss von Yassi, aber macht das zu viel aus auch? Langsam geht es wieder in das Favor von Tsukiya, aber reicht es noch für ihn? Scheint nicht so, der letzte Rise-Part. Der Miss von Tsukiya, jetzt noch ein letzter Chorus. Yassi mit Tsukiya mit einem riesigen Egg-Drop. Ich glaube, das Match geht in Yassis Favor. Und das war's. Yassi gewinnt 5-4 gegen Tsukiya. Damit gewinnt Yassi das Match. Ja. Yassi hatte halt ein Accuracy und Miss Advantage. Also well played an beide. Wirklich. Beide habt ihr beide euer Bestes gegeben. Tsukiya Whiskers fliegt leider jetzt aus dem Turnier raus. Und Yassi advanced zu dem nächsten Losers Bracket. Also wirklich, congrats. Also wirklich GG's ohne Witz. Das Match war wunderbar anzuschauen. Tiebreaker spannend, super spannend. Und ja, einfach GG's wirklich. Kann es nicht oft genug sagen.